Brauche ich für die Big Daddies. Ich eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Super. Hast du gut gemacht, Mädchen. So, Bolzen aufgehoben. Wunderschön. Ja, Schrotflinten sollte ich auch mal ein bisschen Schaden steigern. Was willst du von meiner Kleinen? Gar nichts. Ach, Kacke. Bist du denn? Komm her, du Olle Zippe. Jetzt gibt's Schlagstock. Erstmal schön auf die Pobacken. Meine Fresse, ey. Das ist ja unglaublich. Warte mal, kann ich den nicht irgendwie überraschen? Ja. Durch den Techniktoniker-Slot. Ich will doch eigentlich nur Gen-Upgrades austauschen. Super. Körpertoniker-Slot. Was habe ich hier? Jedes Mal, wenn du etwas Hex erhältst, zur Gesundheit. Eve Saver. Plasmide verbrauchen Sicherheitslücke. Brauchen länger nicht zu erspähen. Hackers Delight. Ich nehme Eve Saver. Und jetzt versuche ich einfach mal dem Pfeil zu folgen. Hört sich an, als würde ich listen. Dem Pfeil folgen, nicht dem Pfeil zu folgen. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ich würde gern etwas... Nee, ich bin hiermit eigentlich soweit ganz glücklich. Die Leichen sind schon geplündert. Ich sehe gerade gar nichts. Ich verstehe. Warte mal, kann ich mit Telekinese irgendwas machen? Hier läuft doch bestimmt wieder irgendwo ein Arschkeks rum. Irgend so ein Popikser ist das. So, die Frage ist, wo ist er? Ja, ja. Ihr spielt eure Spielchen. Ich wette mit dir, die tun nicht. Zu erschaffen. Halt dein Maul, du Arschloch. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Ja, natürlich. Es ist meine Schuld. Du bist kein Mensch. Naja, ich bin kein Mensch, bin ein Parasit und ich habe alles kaputt gemacht. Dir geht einfach nur der Arsch auf Glatteis, du Penner. Weil du jetzt langsam merkst, alles, was du mir entgegenschleuderst, schleudere ich dir zurück. Wetten? Oh, ich liebe die Armbrust. Die Armbrust ist toll. So, den will ich mal hacken.
läuft bis jetzt ganz gut. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es ist auch schwierig für mich jetzt aufzuhören. Aber ich denke, wenn das jemand versteht, dann seid ihr das. Das war genau das, was ich gesucht habe. So, Verbandskasten. Oh, ich muss so viel sagen. Verbandskasten holen. Nehme ich nochmal ein paar Bolzen. Kaffee, super. So, hier ist noch ein Big Daddy. Shit, der hat eine Little Sister dabei. Die Frage ist, ich habe auch keinen ionischen Schrot. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsputzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich habe dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gierig. Das gefällt mir nicht. Ja, super. Mist. Was zum Geier ist hier los? Ja, ja, das bist du. Das ist schön. Oh Mann. Was geht denn hier ab? Alter! Alter Schwede! Das war jetzt unerwartet. Aber doch, doch, Backpfeife, Backpfeife, Witchlab. Super. Super, es wartet wieder was. Alles klar, kein Problem, Mädchen. So, Chemowerfer. Ja, ionisches Gel. Napalm ist vielleicht auch ganz gut. Ich probiere mal Stickstoffgranaten. Aber ich würde gerne noch mal alles erstmal untersuchen. Boah, Leute. Das war jetzt hart. Das war jetzt wirklich hart. Sehe ich hier schon, wo der nächste Gatherer's Garden ist? Nö. Hacken.
Hecken, 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 da kann ich dich lecken, da kann ich... Alter! Leck mich am Arsch, ey. Gibt's hier einen Gatherer's Garden? Müsste eigentlich. Sicher, das kann man brauchen viel länger, um sie zu erspähen. Interessiert mich eigentlich nicht. Antipersonenmunition. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Super. Wie viel Adam habe ich denn jetzt? 100. Schalter in hier drüben, jawohl! Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Es fehlt Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Interessant. Nehme ich den Autohacker. Gucken, was hier so abgeht. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden. Ja, ja. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Da hat der Cleveland recht. Jetzt mach ich mal ganz kurz wieder das Fenster zu. Ja, das, der heißt anders, aber das ist nun mal die deutsche Synchronstimme von den von Cleveland aus Family Guy. Und von daher erinnert er mich immer daran, dieser Typ. Ja, ich würde sagen, die haben sich hier beide einen Bitchfight geliefert, den keiner von denen gewinnen konnte. Die Frage ist, wo ist denn der nächste Gatherer's Garden? Da, dahin muss ich auch. Gut. Scheiß auf die Medi-Station. Aber hier ist noch was. Napalm. Kuchen mit Cremefüllung. Und irgendwie Alkohol. Brauche ich aber nicht. Super. Bin ich hier schon irgendwo in der Nähe? Ich bin da. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch hier geradeaus. Hier hoch und dann geradeaus gehen. Dann müsste eigentlich... Und Gatherer's Garden hier sein. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Das frage ich mich allerdings auch so, wenn ich mir mal angucke, wo wir jetzt überall sind und was wir hier halt machen, habe ich so die Frage, ist oder war es wirklich Zufall, dass wir abstürzen? Das Wasser der Flüsse wird zu Blut! Sag mal, treffe ich den nicht, oder was? Ich hab so das Gefühl, dass ich hier einfach nicht treffe, ich Vollidiot.
So, wo ist denn der Mythic Gatherer's Garden? Da. Da ist er. Der, der uns gerettet hat. Oh, dankeschön. Impfspritze, Kontaktnummer. Boah. 300. Komm, weißt du was? Tonika-Slot. Gesundheits-Upgrade. Impf-Upgrade. Und... Ah, Zieldummy, Insektenschwarm. Electro Ball 2. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ah, was wir uns auch alles holen können. So, das ist ein Big Daddy. Weißt du was? Super. Jetzt haben wir hier so ein Big Daddy. Kommst du mit? Supi! Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, so einen mitzunehmen. Warum muss ich denn hier lang? Wo schickt mich denn der Pfeil schon wieder lang? Hier hoch, ne? Was? Und dann nach da. Sünder verbergen sich im Schuppen. Ja, ja. Eins auf die Fresse. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn die sich so ein bisschen boxen. Doch, doch, doch. Das war gut. Das war sehr gut, dass, dass unser Big Daddy sich mit dem anderen geboxt hat. Oh, super, dass es geklappt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so machen kann. Autohacker, ja, komm, warum nicht. Kann ich irgendwas holen? Einmal davon, Brandbolzen, Stickstoffgranate, passt. Boah, ist die angeschlagen. Was ist denn mit dir los? Das gefällt mir nicht. Daddy, oh. Endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenband. Als ich recht habe. Naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt kein Gefühlsdruckerei leisten. Muss das nicht. Jetzt will ich das hacken. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil der Big Daddy wird das sowieso kaputt hauen. Das hat mir aber viel zu viel Gesundheit gekostet, muss ich sagen. War jetzt nicht so schlau. Ich glaube, ich renne hier mit dem Big Daddy einfach viel zu safe hier durch. Das darf ich jetzt nicht für selbstverständlich hinnehmen. Ich habe zwar einen mächtigen Verbündeten mit dem Daddy, aber... nicht unbesiegbar. Das darfst du nicht vergessen, lieber Sascha. Super, super, super. Super. Ja, es war klar. Es war so klar. Das war dumm von mir.
Oh Mann, was ist das denn für eine Mistsau, ey? Scheiße. Oh, ich weiß, warum der gerade sauer geworden ist. Nah.